Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Evoland 2. Wir sind jetzt hier immer noch im Labor gefangen quasi. Und dürfen mal wieder kämpfen. Juhu. Okay, das sind ein paar mehr als sonst. Erstmal die Kleinen loswerden. Ja, die Masse wird lästig. Huro, was machst du so lange? Auf wen gehen wir denn? Auf den? Ah, da unten hat er sich versteckt. Ich habe mich schon gefragt, wo er ist. Zu lang gebraucht. Da hat mich der Stromstoß erwischt. Okay. Schub wird uns nichts bringen. Erstmal heilen. Probieren wir es nochmal mit Verwirrung. Den kriegen wir. Sehr gut, die zwei. Dann Kuro den angreifen. War er ganz kurz weggeglitscht? Ich frage mich, was passiert, wenn man sein Mana aufgebraucht hat. Wenn man im Kampf jetzt kein Mana mehr hat, dann können die ja gar keine Magie mehr einsetzen. Ich muss tatsächlich ein bisschen mehr damit haushalten. Ich habe das jetzt gerade bei Fina ein bisschen bemerkt im Hintergrund. Wie die Zeit vergeht, Krieg kommt immer näher, eine Lösung finden. Dass bei ihr die Mana-Punkte immer weniger wurden. Das könnte bei einem etwas langwierigeren Kampf tatsächlich schwierig werden. Oh, was ein süßes kleines Viech! Vielleicht sollten wir es freilassen. Ich glaube, das wäre keine so gute Idee. Nee, das glaube ich auch nicht. Was ist das? Ist das wieder eine Anspielung? Dann verstehe ich sie gerade nicht. Oder ich kenne sie nicht. Was? Ich habe doch gar nichts betreten. Ein Bosskampf. Oh Gott. Was um alles in der Welt ist denn das eklige Ding hier? Sieht wie ein gigantisches, schleimiges Hirn aus. Das muss das Ergebnis eines gründlich fehlgeschlagenen Experiments sein. Ich kann nur hoffen, dass das hier kein Horrorfilm ist. Sonst war es das mit uns. Sowas überlebt immer nur der Held. Um Gottes Willen. Wie es scheint, haben diese Metallkreaturen beschlossen, es zu beschützen. Oh Gott, das ist ein Bosskampf. Wir brauchen Frostrüstung.
hier kommt jetzt einiges auf uns zu. Wir greifen auch alle sehr schnell an. Pina, beeil dich. Und überlebe bitte. Nein, nein, ich hätte warten sollen. Oh, 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 oh. Jetzt bitte heilen. Und danach probieren wir Verwirrung. Ja, nee. Da hat sie einen Stromstoß mitten im Angriff bekommen. Okay, wir haben keine Zeit für Verwirrung. Wir müssen heilen. Erstmal Velvet. Oh Gott, und jetzt kommt das, was ich meinte. Wir verlieren zu viel Mana. Oh, aber wir kriegen mit jedem Angriff wieder Mana zurück. Okay. Wir könnten Verwirrung probieren. Drei sind noch da. Das Gehirn, denke ich mal, kann man nicht verwirren. Okay, den Falschen getroffen. Nein, nein, oh, ich war zu früh. Das war zu früh. Ich wollte eigentlich kurz sie den Schlitzer einsetzen lassen, aber dafür haben wir gar keine Zeit. Sie muss sich wirklich die ganze Zeit aufs Heilen konzentrieren. So, Velvet geht auf den Kleinen. Okay, das ist so. Ich dachte, er lebt noch eine Weile. Aber gut, ein Schlag hat gereicht. Dann nur noch auf den Großen. Muss ich jetzt gar nicht um die Stromstöße kümmern. Der steht ja quasi davor, er muss ja nur geradeaus. Velvet könnte mal wieder Frostrüstung machen. Jetzt verstehe ich. Frostrüstung ist keine Magie, die einem mehr Verteidigung gibt, hätte ich vom Namen her vermutet, sondern einem tatsächlich Mana wiedergibt. Wir haben den Bosskampf geschafft. Gleich mal zurückspeichern. Ach ja, der ist ja. Dann nochmal komplett zurückspeichern.
Ah, da fühlt man sich gleich viel wohler. Wesentlich sicherer, dass wir den nicht nochmal machen müssen. Sollte uns jetzt etwas passieren, wir haben gespeichert. Juli 1949. Subjekt X setzt sich effizienter zur Wehr, als ich erwartet hatte. Ihre Kräfte sind deutlich geschwächt und die so entzogene Energie wurde auf die Waffe übertragen. Ich werde meinen Griff lockern, damit ich sie befragen kann. Ende der Aufzeichnung. Das also ist die Waffe? Energie. Reine Energie. Die Subjekt X entzogen wurde, wer immer das sein mag. Wir konnten Professor Giro nicht finden. Fest steht, dass er kein besonders netter Zeitgenosse war. Warum würde er so etwas tun? Keine Ahnung. Vielleicht hatte er seine Gründe. Vielleicht wollte er etwas schützen. Oder jemanden? Jemanden schützen? Ich weiß nicht, ob das solche Risiken rechtfertigen würde. Wenn man jemanden liebt, tut man alles, um ihn zu schützen. Und ihr, Fina, wen würdet ihr beschützen? Koro. Er hat mich von dem Moment an, an dem wir uns begegnet sind, vor allen möglichen Gefahren beschützt. Und deswegen würde ich mich gerne revanchieren. Aber dazu müssten wir erst einmal in Gefahr schweben. Und so etwas sollte man sich besser nicht wünschen. Stimmt. Bei all den Reisen kreuz und quer durch die Zeitgeschichte fange ich langsam an, Ursache und Wirkung durcheinander zu werfen. Die Welt früher war so viel simpler. Alles hatte einen Anfang und ein Ende. Was schon passiert war, ließ sich nicht mehr ändern. Man konnte die Dinge nur bereuen. Frage mich, was wohl passiert, wenn wir diese Waffe endlich zerstören? Was wird dann aus der Zukunft, die ihr gesehen habt? Aus all den Leuten, die dort leben? Besonders um Menos mache ich mir Sorgen. Er ist noch immer dort und steckt in einer Zeit fest, in die er nicht gehört. Was soll nur aus ihm werden? Menos, Prinz von Dämonia. Ich kann immer noch nicht ganz fassen, dass ihr ihm wirklich begegnet seid. Wisst ihr überhaupt, dass man ganze Bände verfasst hat, um sein Verschwinden zu erklären? Wie gerne hätte ich ihn kennengelernt. Und wie zerstören wir dieses Ding jetzt? Es muss doch einen Weg geben. Alle Mann, halt! Ach, die schon wieder. Wenn ihr dachtet, ihr wärt uns los, habt ihr euch gründlich getäuscht. Denn wir sind die kaiserlichen Sondertruppen. Gebt auf, ihr seid umzingelt. Und dieses Mal wirklich. Ihr müsst uns schon besiegen, wenn ihr hier vorbeikommen wollt. Bringt sie bloß nicht auf dumme Gedanken. Ich persönlich möchte es lieber nicht mit ihnen zu tun bekommen. Sie sehen ganz schön stark aus. Gebt auf, Widerstand ist zwecklos. Was sollen wir tun? Wollt ihr ihnen eine Abreibung verpassen? Uro, seid ihr in Ordnung? Mein Schädel, tut das weh? Uro! Ich erinnere mich langsam. Diese Waffe, ich muss... Koro, nein! Nicht! Waffe 001 aktiviert. Vernichtung vorprogrammiert. Bitte sofort evakuieren. Koro!
Warum habt ihr das getan? Wegen euch wird jetzt alles zerstört. Vergebt mir, Fina. Diese Stimme in meinem Kopf. Wer seid ihr? Jetzt ist alles vorbei. Das ist das Ende. Nein, das ist erst der Anfang. Mama? Bist du das? Ist ja alles wieder gut. Beruhige dich nur. Du hast fast 9 Stunden lang geschlafen. Ich hatte einen furchtbaren Albtraum. Ich habe geträumt, ich sei in die Vergangenheit gereist. Es war einfach schrecklich. Keine Sorge. Jetzt bist du in Sicherheit. Zurück im schönen Jahr 1049. 1049? Moment mal. Wer seid ihr überhaupt? Ihr seid nicht meine Mama. Ein Name. Ist schon etwas länger her, dass ich einen gebraucht habe. Nennt mich ruhig Ceres. Ceres. Ich habe so ein Gefühl, als wären wir uns schon einmal begegnet. Sind wir? Oh doch, ja. Die wurde doch gejagt. Von der Stadtwache. Ich war noch ein kleines Mädchen. Und hier haben wir den berühmten Kuro. Endlich wieder vereint, nach so langer Zeit. Ihr kennt Kuro? Dann könnt ihr ihm vielleicht helfen. Ihm helfen? Das habe ich schon. Als wir uns das erste Mal trafen, verhalft ihr mir zur Flucht vor den kaiserlichen Wachen. Ich habe mich revanchiert, indem ich euch vor der Explosion der Waffe bewahrte. Die Waffe! Sie ist schrecklich! Die große Katastrophe ist eingetreten. Wir hätten sie verhindern sollen. Aber Kuro... Nicht jeder kann seinem Schicksal entrinnen. Lina? Wo sind wir? Die Waffe? Sie ist explodiert und dann... David, es geht euch gut. Mir fällt ein Stein vom Herzen. Die Waffe ist in die Luft gegangen und dann hat Ceres uns gerettet. Ich glaube, sie hat uns in die Zukunft befördert. Die Zukunft? Da wir schon mal durch die Zeit reisen, wäre ich lieber im Zeitalter der Magie. Ceres, ist das euer Name? Ihr scheint etwas ganz Besonderes zu sein. Weder Mensch noch Dämon. Mein Vater war ein Dämon und meine Mutter ein Mensch. Glaube ich jedenfalls. Meine Erinnerungen sind nur ganz vage. Unglaublich. Ich glaube, vor euch hat es so etwas noch nie gegeben. Ihr seid wirklich einzigartig. Ich würde euch gerne untersuchen. Ich... Velvet! Ceres hat uns vor der Explosion gerettet. Dank ihr, Lieber. Tut mir leid. Rätsel und alles, was ungewöhnlich ist, faszinieren mich. Hey, wo wir gerade von Rätseln reden. Kuro, alles in Ordnung mit euch? Seid ihr wieder bei Bewusstsein? Was ist da in der Waffenkammer passiert? Reden wir nicht davon. Kuro hat das nicht gewollt und es ist nicht seine Schuld. Wir müssen einfach einen anderen Margeliten benutzen, um zu einem Moment kurz davor zurückzukehren,
und die Explosion der Waffe zu verhindern. Großartige Idee. Allerdings könnte dies zu einem Raum-Zeit-Paradoxon führen und was dann passieren wird, kann ich nicht absehen. Tja, es ist unsere einzige Möglichkeit. Leider ist das nicht möglich. Margeliten sind speziell darauf angelegt, so etwas zu verhindern. Wenn ihr jetzt in eure eigentliche Vergangenheit zurückkehrt, werdet ihr immer in den Augenblick landen, in dem die Waffe ausgelöst wird. Nein, das darf doch nicht wahr sein. Mein Dorf, meine Familie. Darf ich fragen, woher ihr das wisst? Nur die alten Magi wussten, wie die Margeliten funktionieren. Ich weiß nicht. Ich kann mich an Dinge erinnern. Manchmal sehe ich Dinge, die sich noch nicht zugetragen haben. Was die Margeliten betrifft, ich weiß, dass das nicht funktionieren wird. Faszinierend. Möglicherweise verleiht eure Herkunft euch Fähigkeiten, die man sonst noch nie gesehen hat. Was die Waffe anbelangt, es gibt einen anderen Weg. Wirklich? Ihr seid der Hammer, Ceres. Einfach wird es nicht. Aber mit dem Magischlüssel könnten wir es tatsächlich schaffen. Dem Magischlüssel? Einem der drei legendären Magi-Artefakte? Ihr wisst, wo er ist? Es ist ziemlich kompliziert. Die Magi hatten den Schlüssel als eine Art Sicherheitsmaßnahme vorgesehen. Er sollte etwas aus dem Gefüge der Zeit entfernen. Er war jedoch viel zu gefährlich, also brachen sie ihn in Stücke und gaben jedes Fragment einem Anführer ihres Zeitalters. Ich habe lange Zeit nach diesen Fragmenten gesucht. Ich glaube, jetzt weiß ich, wo sie sind. Um sie zusammenzutragen, brauche ich aber eure Hilfe. Das ist es also. Ich hätte nie gedacht, dass die Zeit selbst sich ändern ließe. Jedenfalls nicht, bis ich Kuro und Fina kennenlernte. Wenn wir also den Magischlüssel einsetzen, um die Waffe aus der Zeit zu entfernen, hätte sie überhaupt niemals existiert und wird niemals aktiviert worden sein, richtig? Richtig. Perfekt. Los, suchen wir diese Fragmente des Magischlüssels und sehen zu, dass diese abscheuliche Waffe ein für allemal aus dem Weg geräumt wird. Ich kann nur hoffen, dass das nicht noch schlimmere Folgen haben wird. Achso, oh, ich kann ihn wieder bewegen. Ich habe gerade gedacht, sie wollen sich vielleicht noch unterhalten. Okay, jetzt wurde hier aber eine gehörige Bombe zum Platzen gebracht. Im wahrsten Sinne des Wortes auch generell eine Explosion herbeigeführt. Heilige, okay, was hat Kuro denn da bitte getan und warum? Wer hat ihn da gelenkt? Er hatte eine Stimme in seinem Kopf, die er nicht zuordnen konnte. Ich finde es aber auch interessant, dass seine Begleiter jetzt darauf nicht weiter eingegangen sind. Sie haben sich eher Sorgen um ihn gemacht. Sie haben ihm überhaupt keine Vorwürfe gemacht. Sie haben sich zwar gefragt, was da passiert ist, und ja, das war's. Aber sie beschuldigen ihn überhaupt nicht. Ich meine, ja, sie haben sich für den ersten Moment natürlich gefragt, was er da tut, aber sie haben ihn an für sich nicht beschuldigt, so von wegen, du hast die Welt zerstört, jetzt lasse ich dich hier links liegen. Also sowas in der Art kam jetzt überhaupt nicht, das finde ich sehr interessant. Das hätte ich jetzt eher erwartet. Da hat Fina doch ein sehr sanftes Gemüt, muss ich schon fast sagen, gefällt mir. Ist mal eine andere Entwicklung. Gut, ja. Wie wir jetzt hier von diesem schwebenden Felsbrocken runterkommen und wo genau wir hier eigentlich sind, erfahrt ihr dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann. Bis dahin. Ciao.